Jo, willkommen im Tortpark, willkommen im Dual Let's Play Sonic City mit Michael. Heute versaut mir eine Sprungfeder die Eröffnung. Na gut, okay. Ja, mit dem japanischen Soundtrack begeben wir uns so langsam ins Finale. So langsam deshalb, weil jetzt die schwierigen Levels kommen, wie wir hier schon an richtig viel Plattforming erkennen können. Tails hat natürlich den Vorteil, er kann fliegen. Richtig viel Action heute hier los, auch in Sachen Grafik, finde ich. Ich glaube, wir müssen nach unten und das sieht ganz gefährlich aus. Aber wir... Also unten passiert nichts, keine Sorge. Manchmal schon, wenn wir ungünstig aufkommen. Ich glaube, das ist mal vielleicht eine Sekunde, wenn wir so diesen Elektroschock hören. Sollten wir nicht unten aufkommen. Ja, ich gebe es jetzt im Übrigen auf mit den Edelsteinen. Bei Tails zumindest. Ich gebe mich geschlagen. Das Spiel hat gewonnen. Es ist nicht mehr schaffbar, schätze ich mal. Vor allem hier in dieser Zone ist es sehr, sehr glücklich, wenn wir das schaffen sollten. Von daher genießen wir einfach nur noch die Levels. Die werden aber wohl genauso anfordernd. Ah ne, hier hoch geht schon mal nicht gut. Oh, Glück gehabt. Oh, eieiei. Okay, das ist auch eine gemeine Stelle. Hier müssen wir gut aufpassen. Immer wenn es grün wird, sollten wir nämlich keine dieser Spulen hier berühren. Jetzt zum Beispiel unter mir. Oder halt über mir. Das ist Eis, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Oh, das sieht auch gefährlich aus, der Kleine. So, einen Ringmonitor nehmen wir natürlich mit, wenn wir finden. Selbstverständlich. Kann ja mal was schief gehen, ne? Und... Oh, das habe ich fast geahnt, dass das wieder nichts wird. Tja, tja, tja. Manchmal ist es dann doch schon Zufall. Ich wollte eigentlich auf den Ringmonitor springen, ey. Hätte ich diesen Gedanken ja mal gelassen. Vorsicht, da oben ist auch einer versteckt hier. Ganz gemein hier alles. Und die Levels sind ganz schön groß geworden durch dieses Plattforming. Das Schöne ist, wir sind jetzt über diesen komischen Übeltäter, der hier diese Bomben die ganze Zeit wirft. Nach oben bringt mir nichts. Nach oben bringt mir nichts. Ich muss nach unten. Oh, aber doch nicht jetzt. Ah, doch, wir haben den Ring wieder. Nach oben ging es jetzt schon so oft nicht weiter, deshalb bleibe ich lieber gleich unten. Ah, sehr schön. Alles richtig gemacht. Oh. Oh. Ein Krampf kriegt man hier. Das wird noch eine Plage mit Sonic. Da, mit 11 Ringen sind wir nur ins Ziel gekommen. Oh, was geht jetzt ab? Ah, okay.
Oh, ein Schutzschild, das ist gut. Das ist gut. Aber wir haben leider... jetzt gehe ich natürlich in die falsche Richtung. Ich schätze mal, hier müssen wir nach oben. Mhm. Dieses Element kennen wir eigentlich auch so ein bisschen aus der Scrape-Wine-Zone aus Sonic the Hedgehog 1. Ebenso dieses kleine Kugeln oder diesen runden Kreis. Also man findet immer wieder klein. So gut, dass das kleine fliegen kann. Na. Nein. Da habe ich mich so gefreut. Ach ja, fliegen wir einfach oben drüber. Oh, wunderbar. Also das mit dem Kommando hier habe ich noch nicht so richtig jetzt, aber jetzt hat es geklappt, ne? Geklappt, ne? Vorausgesetzt, es kommt nicht so ein Elektroschlag gerade. Ah, Mann, ist das krampfhaft hier. Wehe, das geht jetzt nur nach oben, dass da eine Falle ist. Aber das geht ja gar nicht mehr zurück, also geht's nach oben. Von daher passt ja gerade so alles. Oh. Na, was ist denn? Meine Güte. Uiuiuiuiuiuiui. Komm, mach hin. Ui, cool. Ach, jetzt haben wir sogar... Ich wollte eigentlich irgendwie versuchen, mal nach unten zu gehen, aber ich wusste nicht, wann ich drücken muss. Das haben wir eine Zeitreise geschafft dadurch. Ja, das sieht gerade eher in die... Ja, in die Zukunft. Na gut, wir sind schon im Ziel. Passt alles. Auch nur mit 14 Ringen. Also Tails ist jetzt durch, Tails hat es nicht geschafft, alle Edelsteine. Wir hätten nur noch 4 Chancen und bräuchten 5 Stück. Ich glaube mal, diese Chancen, die hätten wir eh heute begraben. Ja, dann geht's halt nochmal weiter mit den Levels, ne? Und mit dem Bossgegner, der wirklich Workbench zu, ne? So. Sieht natürlich schon mal schön gefährlich aus. Ich geh mal nach... flieg mal nach oben. Ja, es sieht gut aus. Wie will man da mit Sonic hochkommen? Gut, okay. Irgendwie musste man ja wohl hochkommen. Weil das Spiel war ja ohne Tails damals programmiert. Von daher... in der Neuauflage der PSN-Version und Xbox 360-Version... ist ja Tails nur spielbar. Wir kriegen im Übrigen gleich ein neues Leben. So, aber jetzt ist mal... ne, ein Continuo Club. Jetzt aber ist mal der Boss. Okay. Ah ja, von oben kamen solche Steine runter. Und nun macht er einen Elektroschock und irgendwie müssen wir jetzt auf dem richtigen stehen. Wir standen natürlich auf den falschen. Achso, wir müssen den immer berühren. Gut, jetzt bohrt er wieder oben. Hat man ja Stacheln gesehen auf sein Raumschiff. So, jetzt können wir wieder Lotto spielen. Ich nehme mal den. War klar, ne? Haben wir den berührt? Ne, wir haben den nicht berührt. Oh oh. Oh. Himmel. Ausnahmsweise jetzt standen wir auf dem richtigen. Okay, das heißt also, aufpassen ohne Ringe gefällt mir das gar nicht, aber okay.
Sprich, wir brauchen unseren zweiten Versuch beim Boss. Wir sind jetzt zum ersten Mal mit Tails gestorben, glaube. Tja, wie es immer so schön ist, ne? Na, dann probieren wir jetzt den zweiten Versuch. Was soll der Krempel? Zufallsbedingt auch noch. Der ganze Spaß. Gut, jetzt kommen wieder diese Stacheln. Oh, null Ringe. Oh, wir haben die Chance, wir haben die Chance. Ja, wir haben. Oh, dank dem, dass Tails fliegen kann eigentlich. Gut, ich habe schon gedacht, jetzt muss ich hier raus. Aber jetzt habe ich schon gedacht, es ist zu spät. Gut, okay, wir hören uns beim nächsten Mal im Fuchsmodus wieder. Wir kriegen jetzt noch ein Leben. Unsere Punkte erreicht. Wir kriegen ja noch ein paar Punkte. Und wer jetzt noch Lust hat, kann jetzt noch Sonic gucken. Gleich im Anschluss oder parallel halt. Dazu, je nachdem. Bis dahin. Tschüss, euer Micha.